Nein, da kannst du mal rausgehen, ich kann mich nicht konzentrieren, weil dann geklopft wird. Videodrehs sind immer früh. Insofern, ja, es nervt. Normalerweise ist es so, du stehst ganz früh auf, um 4 und fährst 10 nach 4 dann los und dann kommst du an und dann 4 Stunden später um 8 kommst du dann erst in die Maske, weil irgendeiner davor, die hier schon drin sitzt. Und deswegen denkt man, na gut, dann komme ich einfach später und das denkt dann jeder und dadurch ist man immer verzögert und man muss warten, warten, warten. Really hard to make a Rammstein video because they've done so many good videos, and I always, you know, last time I worked with them I was afraid of not being able to live up to their standards with videos and their creativity. After all, zu groß, zu klein, er könnte etwas größer sein. Wir waren ja schon mal hier, vor 3 Jahren glaube ich, haben genau in dem gleichen Saal Mann gegen Mann gedreht. Insofern war es so ein kleines Déjà-vu. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesetzt sich. Ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Es ist ganz entspannt hier. Das Gute an Jonas ist einfach, dass du dich im Grunde genommen kaum was kümmern musst. Also der hat das irgendwie alles im Griff und da hat man irgendwie immer das Gefühl, es klappt alles, läuft alles. Also man braucht irgendwie nie irgendwie was kontrollieren, was wir immer ganz gerne tun. Es war vom Gefühl her eigentlich das Gleiche wie das letzte Mal. Es war sehr professionell von seiner Seite aus. Er hat alle Takes schnell durchgezogen und für uns gab es nur ein Problem, dass wir seit 3-4 Jahren nicht mehr live gespielt haben oder überhaupt ein Video gemacht haben. Und auf einmal musste man vor Publikum performen. Und das war jetzt so unsere Überwindung, aber wir sind eigentlich schnell in das Thema reingekommen. I always shoot a lot and I'm very spontaneous when I shoot, so I didn't have a shoot board, I didn't have any storyboards. Akkerlund ist einfach ein unglaublich cooler Typ. Also alles, was er macht, ist einfach cool. Der ist richtig geil. Ich weiß nicht, ob er das lebt oder gelebt hat, was er in seinem Kopf da rumträgt, aber auf jeden Fall, wie er das in die Videos reinprojiziert und so, das ist, also der hat eine komplette Macke, ne? Und das ist ja hilfreich für uns. Ja, da finden sich wahrscheinlich auch 2, die, sag ich mal, denselben Anspruch haben. Ich glaube, wir können das. Wir können sowas auch gut verpacken. Also Till kann solche Themen aufgreifen und einen guten Text dazu machen, dass es nicht peinlich ist. Und Jonas kann es auf seine Art in der Bildsprache. Normalerweise hätte man mit einem harten Song rauskommen müssen als erstes Lied. Das hätte man erwartet und ich finde gut, dass die Erwartung nicht entsprochen wird. Und das ist jetzt eigentlich ein Lied, was ziemlich schlimm ist, musikalisch. Aber mit dem Text hat es genau die richtige Verbindung, dass es eben die banale Musik ein bisschen erhöht noch. Diesen Refrain gibt es halt schon ewig lang und das hat auf dieses Lied gebracht, weil das dann nur noch so eine Club-Dance-Geschichte ist, so hört sich ein bisschen nach Rave an und das passt halt gut da drauf. Und dann, wenn man Refrain hat, muss man zugucken, dass man Strophen findet und dass man, es ist vielleicht ein bisschen konstruiert, macht am Ende aber irgendwie Sinn und ist ein gutes Lied geworden. Wir haben ein Stück Musik gemacht, wo ein Text drauf passt, den Till gemacht hat, wo er alle
deutschen Wörter eingeflochten hat, die international bekannt sind, wie Mercedes-Benz, Autobahn. Also als ich in Ägypten war, haben sie zu mir Heil Hitler gesagt. Das war der erste. Mercedes-Benz, Sauerkraut. Später, als wir berühmter wurden, haben sie gesagt, Heil Hitler, Mercedes-Benz, Rammstein. Also wir haben das Sauerkraut jetzt abgelöst. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. Schönes Fräulein, Lust auf mehr. Blitzkrieg mit dem Fleisch. Durch die geschickte Wortwahl von Till kann man, bin ich auch stolz auf den Text so ein bisschen, genau. Auch wenn der ein bisschen lustig ist. Da war es eine Politikerantwort, das hast du ja nicht gefragt. Genau. Früher war es eine ganz so eine eher gruftige Nummer irgendwie. Und dann haben wir uns irgendwie rangesetzt und kamen ab mit dieser Melodie und mit diesem Rhythmus. Und dann ist da so eben halt so eine Art halbe Techno-Nummer entstanden. Wir haben jetzt auch Scooter angefragt für einen Remix von dem Song. Und mal sehen, was er daraus macht. Mr. Baxter, welcome. Das Album heißt Liebe ist für alle da. Völlig beknackter Titel aus 5 Wörtern. Und wir denken, wer darf von der Liebe ausgeschlossen werden? Weil Liebe ist ja Menschenrecht. Es gibt musikalische Auffälligkeiten auf der neuen Platte. Das Gras und die Wiese, die Wiese und das Gras. Das Gras und die Wiese und das Gras. Das hatten wir auch schon so angekündigt, dass wir so wieder ein bisschen die Schraube anziehen wollten. Und es ist uns auch gelungen. Bei uns war es diesmal so, dass ich immer das Gefühl hatte, Produktion, wir müssen diese alten Werte bewahren. Und wir waren fast schon zu weit weg, stellenweise irgendwie in der Musik. Und ich habe immer das Gefühl, man musste so bestimmte Sachen, die Rammstein typisch sind, bestimmte Rhythmen, bestimmte Songstrukturen, Arrangements, dass man die teilweise wieder zurückholen musste, um nicht komplett anders zu klingen. Und dann haben wir so ein bisschen wieder so gezaubert und dann klang es plötzlich nach Rammstein. Und dann haben wir gedacht, gut, so ist es jetzt. Das Album ist sehr vielschichtig, also da gibt es von einem reinen Akustik-Song bis zum bösen Geklopfe ist alles bei. Insofern sind wir da sehr zufrieden mit und ich denke, die Fans werden es auch sein. Wir haben das so gemacht, dass praktisch jeder seine 11 Favoriten ausgewählt hat und welche Songs die meisten Stimmen bekommen haben, die sind auf dem Album. So einfach. Und dann dealen wir so untereinander. Sagen wir, pass auf, bei dem Lied darfst du den Refrain haben, wenn du das Lied mit drin nimmst. Oder ich zahle dir das und das und dein Auto kriegt einen TÜV oder so. Wenn du da wird einfach gedealt, wie auf dem Jahrmarkt. Also wir haben praktisch 2 Strömungen, eine konservative und eine progressive, revolutionäre. Und die streiten sich so, nein, wir machen alles anders, nein, wir lassen alles so. Und dazwischen entwickelt sich das so, ich finde, eine sehr angenehme Art und Weise. Das, was man geil findet, kämpft man durch und dann besucht man einen halt auch und steckt ihm hinzu, klar. Das war die schwierigste Platte, die wir gemacht haben. Ich glaube, das geht allen so. War sehr zäh und das war ein harter Kampf gewesen, so über fast 3 Jahre. Also ich glaube, das ist mit das beste Album, was wir gemacht haben.